Lehrkräfte benötigen Dienste, um sich in der digitalen Welt mit Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit Schülerinnen und Schülern schnell und unkompliziert auszutauschen. Oft geht es dabei nicht nur um allgemeine Informationen, sondern um sensible Daten wie Leistungsbewertungen oder Absprachen aus Konferenzen. Bei der Nutzung bekannter sozialer Netzwerke und Messenger-Dienste sind diese Inhalte nicht ausreichend geschützt und könnten zu kommerziellen Zwecken genutzt werden. Welche digitalen Dienste braucht eine Lehrkraft heutzutage? Sie braucht zunächst eine schnelle Übersicht über personalisierte Neuigkeiten der Schule und Termine, sodass man mit einem Blick informiert ist. Dabei helfen dienstliche E-Mail und Kalender mit umfangreichen Funktionen, die die Zusammenarbeit wesentlich erleichtern. Zum Beispiel Gruppenkalender für einen einfachen Überblick über gemeinsame Termine und Ressourcen. Oder Gruppenmails über dienstliche E-Mail-Accounts, die einen mühelosen Austausch ermöglichen. Nicht fehlen darf ein Cloud-Dateimanager, mit dem sich festlegen lässt, wer bestimmte Inhalte sehen und bearbeiten darf und wer nicht. Für Dokumente mit sensiblen Daten gibt es einen Datensafe, in dem Inhalte besonders geschützt sind. Dazu einen komfortablen Zugang zur Edmond NRW, dem Online-Dienst für Bildungsmedien der Medienzentren in Nordrhein-Westfalen, um schnell und einfach auf mehrere tausend lizenzierte Medien zugreifen zu können. Passende Unterrichtsmaterialien können so schnell gefunden, in Medienlisten zusammengefasst und mit Schülerinnen und Schülern geteilt werden. Und zu guter Letzt ein Angebot an digitalen Schulbüchern, die aktuelle, multimediale Inhalte unterstützen und die durch Interaktivität das individuelle Lernen fördern. Alles dabei in einer leichten Schultasche. Alles aus einer Hand. Eine Anwendung. Alles mit einem Login. Logineo NRW. Logineo NRW hilft dabei, private von dienstlichen Aufgaben zu trennen und basiert auf deutschen und europäischen Sicherheitsstandards unter Berücksichtigung des aktuellen Datenschutzrechts.